Hier eine kurze Diskussion zur Kallen-Gauß-Beziehung. Und eine einfache heuristische Herleitung. Wir hatten gesehen, für den Streuquerschnitt, Streuwirkungsquerschnitt, zwei punktförmiger Teilchen aneinander mit Spin 1/2 jeweils, erwartet man sich folgenden Ausdruck: die Sigma nach der Omega, also punktförmig Spin 1/2, als den Ausdruck für den Mott-Wirkungsquerschnitt, den ich jetzt nicht nochmal explizit hinschreibe, plus diesen Zusatzterm, der sich ergibt, wenn man berücksichtigt, dass beide Teilchen Spin 1/2 haben. Das heißt, dass wir magnetische und elektrische Wechselwirkungen berücksichtigen müssen. Und Tau ist der Vierer-Impuls zum Quadrat ausgetauscht, dividiert durch die Masse des Teilchens, an dem gestreut wird. Andererseits gilt der allgemeinste Ausdruck für den Wirkungsquerschnitt für tiefinelastische Streuung, Elektron Protonstreuung, findet man der doppeldifferentielle Wirkungsquerschnitt d Strich. Warum ist der nun doppeldifferentiell? Bei tiefenelastischer Streuung ist die Energie des gestreuten Elektrons nicht mehr fixiert. Die kann variieren. Hier bei zwei punktförmigen Teilchen haben wir die Streuung immer elastisch. Damit ist die Energie fixiert des gestreuten Teilchens aufgrund der Vierer-Kinematik. Wenn aber beliebig Energie ins Proton und ins Aufbrechen des Protons gesteckt werden kann, dann kann eben diese Energie variieren. Deswegen müssen wir von zwei Variablen hier die Abhängigkeit berücksichtigen. Der Ausdruck ergibt sich als wiederum dieser Mod-Term mal dieser Korrekturterm E durch E' mal dieser Ausdruck mit den Strukturfunktionen, die am Anfang einfach unser Unwissen über die Struktur des Protons und wie diese Struktur in die Streuung einfließt, parametrisieren. Und wiederum, weil die tiefenelastische Streuung von zwei kinematischen Variablen abhängt, muss auch im allgemeinsten Fall diese Strukturfunktion von zwei kinematischen Variablen abhängen, in diesem Fall zum Beispiel q² und ν, das könnte aber auch e' und q² sein oder q² und x. Wir sehen, die Struktur ist ähnlich. Wir haben ja hier ein Spin-1/2-Teilchen, hier ein Spin-1/2-Teilchen. Deswegen ergibt sich wieder eine ähnliche Struktur von der Form a plus b Tangens Quadrat Theta halbe. Und nun können wir uns folgende Überlegung machen. Falls wir annehmen, dass diese tiefenelastische Elektron-Proton-Streuung tatsächlich eine Streuung an punktförmigen Konstituenten im Proton ist, mit Masse klein m, dann erwarte ich mir, dass sich genau dieser Winkelabhängigkeitsterm hier ergibt für folgenden Zusammenhang. Also das kann ich nun folgen, das kann ich noch folgende Art und Weise schreiben. Ich kann das W2 rausheben. E mal E' mal W2. Jetzt schreibe ich nicht mehr die Argumente hin. Und dann steht 1 plus 2 mal W1 durch W2. Tangens Quadrat Theta halbe. Und das ist nun von der Form eine Winkelabhängigkeit, wiederum ein punktförmiger Wirkungsquerschnitt, mal eine Strukturfunktion, die beschreibt eben die Struktur, die eingeht in die tiefenelastische Elektron-Proton-Streuung, in etwa zu vergleichen mit dem Formfaktor. Und die Frage ist nun, welche Bedingung muss gelten, damit dieser Term genau diesem Term entspricht,
Falls wir also annehmen, dass Streuung erfolgt an punktförmigen Teilchen im Proton mit Masse klein m, wie kann ich diese Terme gleichsetzen? Also, wir schauen uns jetzt an, welcher Zusammenhang zwischen W1, W2, x und dieser Masse hier muss gelten, sodass dieser Ausdruck, der auftaucht im allgemeinsten Ausdruck für den Wirkungsquerschnitt in tiefenelastischer Streuung, genau diesen Ausdruck ergibt und dass dieser Ausdruck tritt auf im Wirkungsquerschnitt für Streuung an zwei punktförmigen Teilchen aneinander. Das heißt, wenn wir annehmen, dass das Elektron an einem punktförmigen Teilchen im Proton streut mit Spin 1/2, das Masse klein m hat, dann können wir anschauen, welche Beziehung muss also dann zwischen den Strukturfunktionen gelten, damit genau diese Winkelabhängigkeit auftritt. Zuerst schreibe ich die Strukturfunktionen W1 und W2 um in dimensionslose Strukturfunktionen. Das ist dieses F1, ist die Masse des Protons mal W1. Wiederum lasse ich die Argumente weg. Eigentlich hängt F1 von Nü und Q² oder von X und Q² ab. F2 ist Nü mal W2 und Nü ist gerade die Änderung in Energie des Elektrons vorher und nach der Streuung, ausgewertet im Ruhesystem des Protons. Die Bjorken-Variable x, Maß der Inelastizität der Streuung, ist gegeben aus Q² durch 2 mp mal Nü. Wiederum, das ist der Ausdruck, der sich ergibt für x im Ruhesystem des Protons. Und wenn wir nun einsetzen, W1 durch W2, uns interessiert dieses Verhältnis hier, und W1, W2 nun ausdrücken durch F1 und F2, dann finden wir W1 durch W2 ist F1 durch F2 mal Nü durch ein Proton. Und jetzt fordern wir, das soll sein, dieses Verhältnis hier soll sein genau Tau, weil dann sind die beiden Ausdrücke gleich. Das soll sein Tau, das ist Q² durch 4m². Nun lösen wir das auf nach F1, F2, das heißt, wir geben die Protonmasse hierher, das Nü hier runter. Daraus folgt F1 durch F2 ist also Q² durch 4m² mal ein Proton durch Nü. Das schreibe ich jetzt nochmal hin. Jetzt 1,2 und das m² hebe ich noch vorne raus, das ist 1 durch 2m², dann steht hier noch Q², 1,2 bleibt hier unten, das Nü gebe ich hier rein, dann multipliziere ich hier ein m-Proton hinein, dann muss ich das m-Proton auch oben multiplizieren, mit diesem m-Proton gibt es dann ein m-Proton zum Quadrat. Das hier ist aber gerade x, das heißt, hier steht x halbe. Und dann bleibt noch m² durch klein m². Und nun sehe ich, falls ich annehme, dass Streuung erfolgt am punktförmigen Spin-1/2-Teilchen im Proton, deren Masse genau x mal die Protonenmasse ist, x ist eine Zahl zwischen 0 und 1, falls also die einen Vierimpuls tragen, der gerade einen Bruchteil des Proton-Vierimpulses ist und der Bruchteil entspricht genau der Inelastizität x, dann sehen wir, dass sich für F1 F2 ergibt. Hier steht dann 1 durch x², das ist also 1 durch 2x, oder ich kann auch schreiben 2x F1 ist gleich F2. Wenn man also findet, durch Messung der Strukturfunktionen F1 und F2, die im allgemeinsten Fall von x und Q² abhängen können, dass die so voneinander abhängig sind, die sind also nicht völlig unabhängig voneinander, sondern dass 2x F1 gerade F2 ergibt, dann kann ich feststellen, dass ich in der Tat tatsächlich Streuung am punktförmigen Teilchen im Proton habe, die Spin-1/2 tragen und deren Masse gerade ein Bruchteil x der Protonmasse ist. Und das nennt man die Kallen-Gross-Beziehung.